wenn die Atombomben oben sind, ist es natürlich, sind sie empfindlicher. Jesus, geh doch in die Ukraine. Ja. Aber wenn man hier steht, muss man auch einfach was aushalten. Genau. Und war mir früher nicht klar, wie sehr Deutschland abhängig ist von Amerika. Man sieht ja auch die amerikanische Flagge hier neben der deutschen. Also hier arbeiten die ja auch eng zusammen, die beiden Militärs. Ich dachte früher, wir seien ein freies Land, selbstständige Demokratie, aber es ist doch erstaunlich, auch in Rammstein, wie stark die Amis hier immer noch sind. Ja. Meine Mechanik hier, das kann ich hier so runter machen, zu einhaken. Am Anfang hatte ich es viel stärker befestigt. Genau, aber so kann man sehr einfach transportieren. Und in diesem Krüften, dort wo die Atomwaffen jetzt stationiert sind, werden Champignons gezüchtet. Und dort wo jetzt die Tornados umgestellt werden, in diesen Garagen für die Tornados, also das sind sehr feste Garagen, die Hangars, dort werden Schafherden untergebracht. Ganz nahe. Heute Morgen habe ich mich ziemlich geschämt. Ich war leider erst um 8 Minuten nach 6 hier, weil ich habe eigentlich versprochen, ich bin um 6 hier. Also ich. Dienstag, 19. April 2022, Atomwaffenstützpunkt Büchel.
Ich habe, als ich mit dem Bus hierher kam, die Transparente gesehen auf der Anfahrt zum Atomwaffenstützpunkt. Genau, das war die Friedenswiese. Die haben wir vor ungefähr 5 Jahren erfunden. Und zwar war unser Vorbild im Hunsrück ein Grundstück, auf dem ein Pfarrer 100 Kreuze aufgestellt hatte. Das war in den 80er Jahren als Mahnung gegen Atomwaffen. Wir wollten dort, der erste Gedanke war dort auch, Kreuze aufzustellen auf der Friedenswiese, also auf der Wiese. Und dann dachten wir aber gut, dann noch andere Symbole von anderen Religionen, Friedenssymbole dazu. Und dann wurde es so eine Friedenswiese mit vielen bunten Transparenten und dieser Glocke. Wir haben jetzt eine Friedensglocke dort wie in Hiroshima, die Hiroshima-Friedensglocke. Genau, verschiedene Kreuze, genau. Und natürlich diese Art kleine Kapelle, diesen Bildstock mit dieser Schiefertafel. Christus zerbricht das Gewehr, der Künstler heißt Pankow. Ist das ein Künstler hier aus der Region? Nein, Otto Pankow. Dieses berühmte, diese Grafik, auf der man sieht, wie Jesus ein Gewehr zerbricht. Also es ist mir bisher noch nicht begegnet, also es ist einfach eine klassische Abbildung. Genau, so ähnlich wie dieses Schwerter zu Pflugscharen Logo und genau. Das ist heute der erste Tag deiner wievielten Mahnwache hier? Meiner 14. Mahnwache. Vor 7 Jahren habe ich hier angefangen. Ich bin 2-mal im Jahr hier, jeweils zwischen 4 und 6 Tagen pro Aufenthalt hier. Also es sind jetzt ungefähr 7 mal 9 oder 10 Tage bin ich jetzt. 7 Jahre. Das heißt, wenn ich die Mahnwache abgeschlossen habe, sind es 7 Jahre mal 2 Aufenthalte mal ungefähr 4,5 Tage. Also das ist heute der erste Tag der 14. Mahnwache. Genau. Das ist schon eine gewisse Ausdauer, muss ich sagen. Ja. Jeder hat sein Talent. Ich habe das Talent, Dinge ausdauernd und gründlich zu machen. Hättest du das schon gedacht, als du das allererste Mal hier standest, dass du das 7 Jahre lang machst, 14 Mal? Nein, wirklich nicht. Das hätte ich mir nicht vorgestellt. Nee. Ich musste auch experimentieren, dass es gut wird, dass ich dieses Kreuz gut zusammenbinde und so weiter. Genau. Muss ja alles stimmen, die Kleidung muss stimmen, muss vieles richtig sein hier. Es kommt auf die Details an? Auf die Details, genau. Ist dieses Kreuz, seit wann ist es dabei? Schon seit 7 Jahren? Das ist ungefähr schon das dritte. Ich muss es immer wieder neu malen. Die Buchstaben, vielleicht sehen Sie das, die sind ziemlich korrekt gemalt. Ja. Ich wollte hier nicht als so wie ein Chaot hier erscheinen, sondern solide, deshalb auch diese soliden, ordentliche Schrift. Also es ist ein gewisser Verschleiß da. Durch die Sonneneinstrahlung, das Holz wird eben dunkler und ich möchte aber, dass das Holz praktisch, dass es schön aussieht, deswegen mache ich es immer wieder neu. Um wie viel Uhr bist du heute hier angekommen? Heute Morgen habe ich mich ziemlich geschämt. Ich war leider erst um 6 Minuten nach 6 hier, weil ich habe eigentlich versprochen, ich bin um 6 hier. Also aber morgen klappt das. Morgen genau von 6 bis 8 und dann jetzt von 15 Uhr bis 17 Uhr stehe hier. Wir haben ja gestern hier schon Zeit miteinander verbracht, allerdings während des Ostermarsches am Ostermontag. Und da war es etwas verschlossener und leerer. Und jetzt ist hier doch ein reges Treiben. Es fahren so viele Autos rein und raus. Allerdings, das wird jetzt noch mehr.
Also auch Firmen zum Beispiel, so örtliche Baufirmen und Sicherheitsdienst. Und also es ist erstaunlich. Ich hätte mir früher nicht gedacht, dass an so einer Kaserne so viel los sein könnte. Außerdem die Kehrmaschinen sogar. Ich wusste gar nicht, wie wichtig Kehrmaschinen sind für so einen Flugplatz, damit die Landebahn sehr sauber ist. Dann natürlich Leute, die sich hier um die Forstwirtschaft kümmern. Und also es ist erstaunlich viel los hier. Hier immer dieses Sicherheitspersonal, Feldjäger. Und es ist doch alles verborgen hinter Bäumen. Wir sehen ja von hier aus nichts, was dort passiert, was die vielen Menschen dann genau machen, die hier rein und raus fahren. Ja, also die Amerikaner sind auch manchmal hier bei der 502. Munitionseinheit. Die sind speziell für die Bewachung von ABC-Waffen, diese 502. Einheit. Also, genau, und man sieht ja auch in diesem amerikanischen Familienzentrum, da sieht man manchmal Leute hier, einen Spielplatz hat es hier. Genau. Ja, obwohl das Basketballfeld dort hinten. Obwohl das natürlich auch für die Kinder, die dort spielen, so hinter NATO-Stacheldraht, gibt es wahrscheinlich schönere Orte für einen Spielplatz. Ja, denke ich auch immer, ja. Manchmal üben hier auch Hunde Staffeln, das finde ich besonders unangenehm. Einmal haben wir hier demonstriert oder eine Demonstration vorbereitet. Dahinter haben die mit ihren scharfen Hunden. Oh, da fliegt jetzt was, da fliegt was, Moment. Und die Kapelle, das wissen Sie vielleicht, weißt du noch gar nicht, die Kapelle hat ein Äquivalent auf der anderen Seite. Hier war so ein Weg durch und auf der anderen Seite gibt es so eine ähnliche Kapelle, aber mehr gepflegt, größer. Und ich hoffe, dass man eines Tages, ich bin sicher, eines Tages kann man wieder hier genau durchgehen von einer Kapelle zur anderen, ohne Zäune, ohne irgendwelche Hindernisse. Man geht dann hier nicht mehr an diesem Wachhäuschen vorbei, sondern das wird dann das Friedensmuseum sein, in dem hier erinnert wird an die Friedensbewegung. Ja. Und das wird entweder hier ein Freizeitpark oder für erneuerbare Energien ein Park oder ja. Und in diesen Grüften, dort wo die Atomwaffen jetzt stationiert sind, werden Champignons gezüchtet. Und dort wo jetzt die Tornados umgestellt werden, in diesen Garagen für die Tornados, also das sind sehr feste Garagen, die Hangars, dort werden Schafherden untergebracht. Die würde ich dann gerne streicheln, die Schafe. Ja. Also ich kenne das ja so von Münzing. Ich habe da schon gearbeitet auf der Schwäbischen Alb in der Nähe von Münzing. Man hätte sich nie gedacht, dass dort dieses Panzerübungsgelände jemals sich verändert. Und es hat sich doch verändert. Und jetzt ist es ein wunderbares, schönes Naturschutzzentrum dort. Es ist zeitweise sehr laut am Himmel über uns. Was fliegt dort? Oh ja, nee, es ist ja gerade weg. Ja, das sind einfach die Tornados. Es landen manchmal auch also größere Flugzeuge hier. Vor ungefähr einem Jahr wurden ja tatsächlich die Atombomben ausgeflogen in die USA und dort neu wohl programmiert, so neue Software wohl, und dann wieder zurückgebracht. Also, aber meistens sind es Tornados hier. Also die Atombomben gehen manchmal auf Reisen. Das finde ich besonders gefährlich. Erstens, wenn sie auf Reisen gehen, und zweitens, wenn sie gewartet werden. Dann müssen die aus den Grüften, aus diesen unterirdischen Hochregallagern hochgefahren werden und werden dann gewartet. Also, oh, jetzt ist wieder. Wenn die Atombomben oben sind, ist es natürlich, sind sie empfindlicher. Also, ja.
Aber das ist doch schon eine gewisse Lärmbelästigung. Oder das geht noch viel lauter hier. Vor allem, ja. Wenn auch hier irgendwelche jungen Leute denken, sie müssen sehr laut hier um den Kreisel fahren mit ihren Autos. Oder wenn die Tornados hier direkt drüber donnern. Also es ist hier manchmal wirklich laut, ja. Also. Hast du es auch deswegen einfach ein bisschen begrenzt zeitlich auf ein paar Stunden pro Tag, weil es ja doch auch eine Belastung ist wahrscheinlich? Ja, genau. Es ist auch eine Belastung, das auszuhalten. Es könnte ja in jeder Sekunde von irgendeinem Autofahrer könnte was rufen oder irgendwas und ich müsste reagieren. Oder heute hat einer gerufen, heute Morgen. Jesus, geh doch in die Ukraine. Das sind auch so Dummheiten kommen die eben, aber gut. Das erinnert mich an den Spruch, den Rudi Dutschke anhören musste. Geh doch nach drüben. Russland, oder ja, ja, immer geh noch da. Das kennen wir, ja, ja. Aber es ist hier mein Land und jeder soll sich dort engagieren, wo er lebt. Und ich möchte hier in meinem Land keine Atombomben. Und das hängt ja auch wirklich miteinander zusammen. Man kann das eine vom anderen ja auch nicht mehr trennen. Was jetzt von was? Ja, also der Krieg in der Ukraine, der wirkt sich auf uns hier aus. Das ist ja nichts Losgelöstes. Wenn man sagt, geh doch in die Ukraine, das wirkt sich ja auch aus auf unser Leben hier. Ja, kenne ich ja. Auch in meinem Unterricht, ich bin ja Lehrer, nebenbei sitzen auch Soldatenkinder, die recht unruhig waren in letzter Zeit. Und eine war am Rande des Weinens, muss mein Papa jetzt in den Krieg? Also, oh Gott. Ja, ja, so ein kleines Mädchen in der 5. Klasse. Ja, also es wirkt sich hier aus. Sind auch Pfarrer? Ich stehe hier aber nicht als Pfarrer. Ich bin offizieller Pfarrer der Württembergischen Landeskirche. Also ich könnte theoretisch hier jetzt Hochzeiten, Taufenbeerdigungen halten, aber ich bin jetzt als Freizeitmensch hier, als im Privat, in meinem Privatleben hier. Hat man als Pfarrer in dem Sinne auch einen Arbeitgeber, darf man das so sagen? Oder ist ja, und wie? Also ich bin ja Kirchenbeamter und meine Württembergische Landeskirche war von früher bis 1918 ein Ministerium des Landes Baden-Württemberg. Also ja, wir sind aufgebaut, organisiert wie eine Behörde, aber. Und was sagt dann Ihr Arbeitgeber dazu, dass Sie hier für den Frieden einstehen? Also diese Friedensaktivität hier, die ist recht geduldet. Also, und die Vereinbarung ist die, dass ich hier privat stehe. Ich stehe hier als Theologe oder als Religionslehrer, aber ich stehe hier nicht als Pfarrer der Württembergischen Landeskirche. Es wird geduldet. Es wird geduldet hier. Ich begehe ja hier keine Straftat. Ja, aber genau. Ansonsten wurde ich schon zweimal nicht freiwillig versetzt, also, aber das waren andere Dinge, weil es auch immer wieder Proteste gegen Rüstungsfirmen gab und militärische Einrichtungen dort, wo ich Pfarrer war. Ja. Da wurden Sie so als Unruheherd identifiziert. Unruhestifter, ja. Auf der anderen Seite habe ich dann doch tatsächlich von einer kirchlichen Vereinigung genau dafür ein Preis für Zivilcourage bekommen, den Amos-Preis für Zivilcourage in Kirche und Gesellschaft. Mhm. Amos-Preis 2019. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Jetzt haben die Feldjäger gehalten. Ja, ich habe gegen die persönlich nichts, auch gegen die Polizisten, mit denen kann man freundlich reden. Mhm. Also es ist nichts ungewöhnlich, dass die Feldjäger hier stehen und mal schauen, oder? Ja, und dann gibt es auch noch dieses Sicherheitspersonal. Ich habe mehr Respekt vor den Privaten, die sind. Aber wenn die Feldjäger hier mitmachen, dann kann ich mich beschweren beim Kommandanten oder so. Die kommen jetzt auf uns zu, die Feldjäger. Jetzt müssen Sie kurz eine Pause machen, bitte. Ja. Grüß Gott, was kann ich für Sie tun? Sie einmal bitten, in eine andere Richtung zu filmen. Ach so. Wir haben jetzt die Position gewechselt, weil das die Feldjäger angeordnet haben.
Genau, es gab in den letzten ein, zwei Jahren immer wieder Prozesse, weil Menschen einfach die militärischen Sicherheitseinrichtungen hier einfach in Richtung Kaserne gefilmt haben oder fotografiert haben und das mögen die wirklich nicht. Sogar, sie haben jetzt Glück, dass ihre Kamera nicht konfisziert wurde oder die Speicherkarte. Also das ging ja auch noch schlimmer. Also ich muss wirklich dazu sagen, dass die Feldjäger sehr freundlich waren und ja, darum gebeten haben, uns anders zu positionieren und der Bitte sind wir jetzt nachgekommen. Ja, das ist meine Erfahrung, wenn man freundlich mit denen spricht oder wenn man auch freundlich mit den Autofahrern freundliche Gedanken hat oder die auch mal grüßt, das kommt dann auch zurück. Genau. Heute, wie gesagt, der Tiefpunkt mit dem Spruch, Jesus, geh in die Ukraine. Ja, die Anrede, Jesus, geh doch in die Ukraine. Ja. Aber wenn man hier steht, muss man auch einfach was aushalten. Ne? Genau. Und jemand wollte, dass ich woanders mein Auto parke, weil ich ein paar Meter hinter diesem Schild war, mit diesem Durchfahrt verboten. Also, greifen uns schon an mit Kleinigkeiten. Darf ich noch mal fragen, aus welchem Holz das ist? Tja, ist das Kiefer oder Fichte? Also jedenfalls Nadelholz. Jetzt kann man es ja noch mal filmen von hier aus. Meine Mechanik hier. Das kann ich jetzt so runter machen. So einhaken. Am Anfang hatte ich es viel stärker befestigt. Genau, aber so kann man es sehr einfach transportieren. Solche praktischen Dinge sind auch wichtig. Ja, so sind, das hängt manchmal an so Kleinigkeiten. Also so könnte man sogar im Bus praktisch. So, und jetzt kann man diese Schraube praktisch so durch. So ist es. So. Und man braucht hier nicht zwei Schraubenschlüssel, sondern es ist hier. Also genau. Diese Flügelmuttern. Man braucht hier keinen Schraubenzieher. Also sehr praktisch, alltagstauglich. So muss das sein, genau. Ich habe es ja gestern auch vor dem Bus gesehen. Also wir waren ja fast dabei, in den Bus einzusteigen, ne? Genau. Ja. Also gut, so ist es, ist man natürlich flexibel. Obwohl es ja erstmal wirklich sehr, sehr groß wirkt, auf mich zumindest. Aber wenn man jetzt überlegt, das ist ja wirklich, das sind solche Häkchen, ja, und damit kann man es. Ja, ich hatte es am Anfang mit Schrauben hier befestigt, aber das war einfach, es hat so lange gedauert und es wird alles optimiert hier. Ich habe mir auch schon überlegt, das jetzt fest im Boden zu, irgendwie eine Verankerung am Boden oder Halterung am Körper, aber so in der Hand halten finde ich es am anschaulichsten, ein Kreuz in der Hand halten. Dann würde ich es gerne nochmal zeigen, ich gehe jetzt rückwärts. Uhr. Ich finde es jetzt doch schade, dass die Feldjäger gebeten haben, die Filmrichtung zu wechseln. Das wirkt schon anders auf dem Bild, wenn die Kaserne im Hintergrund ist. Sie können es ja nochmal drehen und nochmal. Also so. Jetzt guckt er aber wieder ganz scharf raus hier. Ja. Es war gestern etwas lockerer. Okay. Fand ich. Mhm. Also wie lange noch? Eine Stunde? Bis 17 Uhr. Ja, noch eine Stunde. Alles Gute. Danke für Ihr Interesse. An dieser Kapelle stehen die Buchstaben J-R-A. Johann Roden aus Alflen,
Er kam irgendwie wohl gesund nach Hause, er kam wieder nach Hause und deshalb wurde die Kapelle im Jahre 1893 errichtet. Es gibt eine ähnliche Kapelle auf der anderen Seite und eines Tages wird man dort frei durchgehen können von einer Kapelle zur anderen. Und kommt manchmal jemand zu der Kapelle? Ja, sicher. Um so eine Kapelle muss man sich wirklich kümmern und sauber machen wieder. Da wehen Blätter rein und die Spinnweben weg und die Kerze erneuern. Dort brennt ein ewiges Licht. Auch zu meinem Trost hier. Und genau, sehr wichtig. Dann kommt tatsächlich jemand regelmäßig und kümmert sich. Das ist selbstverständlich. Das muss man bei diesen Kapellen. Da ist jemand hier, ein Ehrenamtlicher, der den Auftrag hat, der das macht, treu. Der hat dann das Schloss, also den Schlüssel und genau. Während wir hier sprechen, vor dem Atomwaffenstützpunkt pilgert Heidrun an der Donau entlang zum NATO-Hauptquartier in Ulm. Genau, das neue NATO-Hauptquartier, das wurde in den letzten Jahren so stufenweise dort aufgebaut und das wurde jetzt dann eingeweiht. Und das heißt Joint Support and Enabling Command und dient dazu, die Truppenbewegung durch Europa zu koordinieren, dass die Truppenbewegung schneller Richtung NATO-Ostflanke kommen. So ist die offizielle. Also damit so große Truppen sich bewegen können, braucht es ja Tankstellen unterwegs, Raststätten unterwegs, Reparaturwerkstätten. Dann muss alles abgesichert werden durch Feldjäger. Es braucht die zivil-militärische Zusammenarbeit mit den Landratsämtern und dem Roten Kreuz, den Autobahnmeistereien und natürlich die Brücken und die Tunnels, die müssen alle geeignet sein für militärische Transporte. Dann die Verträge natürlich mit der Deutschen Bundesbahn und so. Solche Aufgaben haben die Zusammenarbeit. Dort sind ja immer von verschiedenen NATO-Ländern Vertreter dort und es ist so in Nutze, also in kleiner Form und in einem Krisenfall wird das sehr schnell viel größer. JSEC. Und wie weit entfernt wohnst du davon? Also ich arbeite ja an mehreren Schulen in Ulm und die nächste Schule von dem NATO-Hauptquartier JSEC entfernt sind 3 Kilometer. Und hast du mal mit den Schülern oder Anwohnern darüber gesprochen? Ja, sicher. Also manche befürchten jetzt, dass Ulm mehr zum Ziel werden könnte für russische Atomwaffen zum Beispiel oder russische Angriffe allgemein. Und das ist auch ziemlich, also das finde ich eigentlich auch, das stimmt schon. Ulm hat auch zahlreiche Rüstungsfirmen und andere militärische Einrichtungen. Also das wäre schon ein Ziel.
ich finde, dass Ulm auch ziemlich gut angeschlossen ist. Also hat sehr gute Verbindungen in Ulm. Und man kommt gut hin und ist mir aufgefallen. Also im Verhältnis zur Größe der Stadt. Vielleicht auch deshalb ist es eine alte Garnisonsstadt. Vielleicht, das weiß ja vermutlich jeder, es gibt diese Festungsanlage aus dem 18. Jahrhundert um ganz Ulm. Das war früher die Stadtgrenze, also Festungswerke außenrum. Dazu gehört auch die Wilhelmsburg. Also Riesenfestungsanlage, das war genau. Das Besondere... Bundesfestung hieß das Ding, eine Bundesfestung. Ja, gegen Napoleons Truppen wurde das eigentlich gebaut. Das Besondere an Heidruns Friedenspilgerprojekt ist, dass es an der Donau entlang führt. Und die Donau verbindet Deutschland mit der Ukraine. Mhm. Während Donauwörth, der Donauquellstadt, angefangen. Genau, und sie ist auch der Meinung, Heidrun ist auch der Meinung, dass es eine andere Sicherheitsarchitektur in ein gemeinsames Haus Europa braucht, das auf Vertrauen, auf gegenseitiges Vertrauen beruht, wieder unabhängig von Militärblöcken. Das ist dieser alte Gedanke, dieser Verbindungsgedanke, die Donau verbindet die Länder. Und so sollten die Menschen auch mehr miteinander arbeiten, anstatt gegeneinander. Sehr schöner Gedanke, finde ich, das Sicherheit neu denken. Und auch, sie hat auch zu tun mit ZFD, mit dem zivilen Friedensdienst, der vom Auswärtigen Amt auch finanziert wird. Dort wird gewaltfreie Verteidigung geübt. Mit der Donau verbinde ich auch ein bisschen Josef Roth, der hat sich auch für den Frieden engagiert, literarisch. Im kleinen Kreis auch politisch und der hat auch die Ukraine mal besucht und Reportagen geschrieben. Der war viel an der Donau unterwegs und viele wissen gar nicht, dass die Donau durch die Ukraine fließt. Es ist nicht so bekannt. Ja, die Deutschen dort sind ja auch, viele Deutsche sind ausgewandert dort, als es hier eine Hungersnot gab, also in Süddeutschland. Die sind auf speziellen Booten, den Ulmer Schachteln, dort gestartet. An einer besonderen Insel sind sie, die ist in der Donau und dort weiß man, wo die losgefahren sind. Ja. Die Donau runter. Ja. Warum bist du heute hier am Osterdienstag vor dem Atomwaffenstützpunkt? Also ich wollte den Rainer besuchen, der hier mit seinem Kreuz ist und ich bin natürlich auch hier wegen den Atomwaffen, weil die hier völkerrechtswidrig sind und ich möchte, dass sich danach verhalten wird. Das heißt, dass sie abgezogen werden, dass hier nicht nuklear aufgerüstet wird, wie geplant. Ja, dass dieser Atomwaffenstandort als Atomwaffenstandort geschlossen wird. Wie wirkt dieses große Kreuz auf dich? Ich finde es gar nicht so groß. Also mit der ganzen Umgebung hier finde ich schon, dass man das gut übersehen kann. Aber ich finde es wichtig, dass hier gerade in dieser Region, die sehr religiös ist, auch gezeigt wird, wie sehr Christen und Katholiken und so weiter gegen die Atomwaffen sind. Also dass nicht alle dafür sind. War mir früher nicht klar, wie sehr Deutschland abhängig ist von Amerika. Man sieht ja auch die amerikanische Flagge hier neben der deutschen. Also hier arbeiten die ja auch eng zusammen, die beiden Militärs. Ich dachte früher, wir seien ein freies Land, selbstständige Demokratie. Aber es ist doch erstaunlich, auch in Rammstein, wie stark die Amis hier immer noch sind. Ja. Da fehlt noch die ukrainische Flagge auf dem Stützpunkt. Fehlt auch noch. Ja. Ja, es ist ja ein Flaggenmast frei. Zwei Flaggenmaste sind frei, oder? Okay, aber genau. Oder zwei, ja gut. Und wir haben immer gewarnt, die Friedensbewegung hat wirklich gewarnt vor dieser Eskalation gegen Russland.
den Bundestag wurde gewarnt von einer bestimmten Partei immer wieder. Und die haben dennoch immer weiter eskaliert und haben nicht gehört auf die Interessen des Russlands. Nicht verstanden, dass die auch so geostrategische Interessen haben, eben wie Amerika auch. Jede Großmacht hat solche Interessen und man muss einfach damit umgehen. Wie denkst du jetzt mit ein paar Stunden Abstand über den Ostermarsch von gestern? War doch herrlich, schöner Ostermarsch einfach. Genau. Ja, teile ich auch die Einschätzung. Ich war ja auch in Berlin am Samstag auf zwei Ostermärschen. Einer hat Waffen gefordert. Der Büchel ist immer was Besonderes. Vielleicht fliegen die jetzt nochmal eine Runde. Weil hier ist konkreter Anlass, hier sind die Atombomben und dort sind die friedlichen Ostermarschierer. Also ja. Was sagst du dazu, dass es in Berlin zwei Ostermärsche gab? Einer davon, der Waffen gefordert hat? Wir haben in den letzten Wochen diese Schwierigkeit gehabt in der Friedensbewegung, dass manche auch abgefallen sind und jetzt doch Waffen fordern. Und die klassische Friedensbewegung, zu der ich mich zähle, mit den beiden Hauptorganisationen, die DFGVK und Versöhnungsbund, das sind die beiden traditionellen großen pazifistischen Organisationen, antimilitaristischen. Und das hat eine Weile gebraucht, bis die sich wieder sortiert hatten und für wirkliche für Gewaltfreiheit und die Waffen wieder sofort eingetreten sind. Das hat ein paar Tage, ein paar Wochen gedauert. Das Boot hat kurz gewackelt und jetzt ist es wieder ruhiger, also klarer die Meinung. War auf jeden Fall am Samstag in Berlin mein erster Friedensmarsch, auf dem nach Waffen gerufen wurde. Ja, viele sagen Frieden, Frieden. Auch die Kirche redet ja immer viel von Frieden und dann werden doch irgendwie nicht gerade mehr, die Waffen werden nicht mehr gesegnet, aber mit Militärkonzerten, Militärseelsorge wird eben doch das Militär gesegnet und unterstützt. Ja, es wird immer viel von Frieden, jeder ist für Frieden, auch die Römer übrigens mit ihrer Militärmacht, die wollten eine Pax Romana, die wollten auch Frieden. Frieden will jeder, aber ich sage, Frieden muss man ohne Waffen schaffen und nicht mit Waffen. Und der Papst hat ja auch großes Verständnis geäußert für die Waffenwünsche der Ukraine. Also Verständnis, verstehen kann man natürlich schon Dinge, aber es ist der falsche Weg. Man sieht ja, wo es hinführt. Zelensky meiner Meinung nach hätte von Anfang an ganz stark auf soziale Verteidigung setzen sollen. Das hätte mehr Erfolg gehabt und es hätte weniger Verluste bedeutet. Was ist soziale Verteidigung? Soziale Verteidigung, da gibt es einen Klassiker, zum Beispiel Theodor Ebert. Und jetzt gibt es auch von Pax Christi dieses Heft Gewaltfrei aktiv. Dort werden über 50 erfolgreiche gewaltfreie Kämpfe dargestellt. Über 50 erfolgreiche gewaltfreie Kämpfe gegen Diktatoren. Und zum Beispiel die Orangene Revolution in der Ukraine 2004. Dann die Singende Revolution in den drei baltischen Ländern. Also in Osteuropa hat man auch Erfahrung mit gewaltfreien Kämpfen. In Liberia, wie die Frauen alle in Weiß aufgetreten sind und sogar mit Sexstreik und jeden Tag sind sie auf dem Marktplatz und haben gesagt, we want peace, no more war. Und die haben tatsächlich den Charles Taylor auf die Weiße vertrieben, diesen schrecklichen Diktator. Auf den Philippinen gab es 1986 die Rosenkranzrevolution, wo Tausende zusammen auch mit Nonnen sind vor Panzer, haben sich vor Panzer hingestellt, Rosenkranz gebetet, gesungen, den Panzerkommandanten dann irgendwann sogar Blumen überreicht, als die ausgestiegen sind. Und so konnten die Panzer stoppen und den Ferdinand Marcos, den Diktator, aus dem Land jagen. Also es wird völlig unterschätzt, die gewaltfreien Möglichkeiten. Man nennt uns naiv, aber ich sage, die andere Seite ist naiv und wir sind vernünftig, verantwortungsvoll, ja, setzen auf nachhaltig, auf Vertrauen, auf Der Sozialdemokrat Wolfgang Thierse nennt das, was du machst, Pazifismus auf Kosten anderer.
Er macht Militärpolitik, die Militärpolitiker. Man sieht jetzt, auf wessen Kosten die Häuser werden zerschossen. Die Familien werden verjagt. Also Militärpolitik geht viel mehr auf Kosten der Bevölkerung als zivile Verteidigung. Also wir sind die Realisten und die anderen Seite sind keine Realisten. Uns nennt man Spinner, aber ich sage, die anderen sind höchstens die Spinner. Wie viel das Militär kaputt macht an Natur, an Gebäuden, an Familien, an Menschenleben. Also da passt die Kosten-Nutzen-Rechnung passt schon nicht. Da sind wir viel besser mit ziviler Verteidigung. Dieses Heft über zivilen Widerstand habe ich im Auto griffbereit am Lenkrad. Wenn Sie das möchten. Ja. Ein Pax Christi. Also die Kirche arbeitet mit dem Militär seit dem Jahr 312 ungefähr zusammen, seit der konstantinischen Wende. Und in all diesen Jahren, 1700 Jahren, hat sich eben viel eingeschliffen. Da gibt es die Militärkonzerte in Kirchen, ungefähr 100 Militärkonzerte in Kirchen pro Jahr. Dann gibt es ungefähr 200 Militärseelsorgerinnen und Seelsorger, die direkt der Bundeswehr unterstellt sind und bezahlt werden, direkt. Die sind organisiert und bezahlt von der Bundeswehr. Und das ist nicht richtig, das sollte unabhängig sein, das wieder. So wie in der DDR, dort hat die Pfarrer sind nebenbei in die Kasernen und haben dort mit den Soldaten gesprochen. Und die Soldaten kamen in ihrer Freizeit raus. Also so sollte man es unabhängig von der Bundeswehr sollte man es organisieren, die Militärseelsorge. Die Militärseelsorge auch in dem Sinne, dass man natürlich kritisch ist gegenüber der Bundeswehr und der Gewalt. Leider wurde dann die östlichen Landeskirchen wurden über den Tisch gezogen bei der Wende. Man hat das westliche System dann dort überall eingeführt, anstatt das östliche bessere. Deswegen haben wir jetzt diesen Reformbedarf bei der Militärseelsorge. Dann gibt es immer noch die Kreuze natürlich, seit dem Jahr 312 die Kreuze auf den Waffen, auch auf jeden Tornado hier das Kreuz. Auf jedem Panzer, auf jedem Kriegsschiff gibt es das christliche Kreuz. Ist auch nicht okay. Und jetzt auf dem Kirchentag, auf dem Katholikentag, ist die Bundeswehr sehr präsent. Die haben traditionell immer einen Militärgottesdienst. Auf jeden Katholikentag gibt es einen Militärgottesdienst mit Militärmusik, Militärpolizei, mit Militärbischof und die Feldjäger sichern die Kirche ab, dass keine Eindringlinge reinkommen und niemand den Gottesdienst stört. Also die Zusammenarbeit ist sehr eng und ich sage, die Kirche sollte sich zurückbesinnen, vor allem wenn es jetzt
wenn die Kirche kleiner wird, wenn die Leute austreten, das wäre eine Chance, dass die Kirche sich wieder auf ihre Quellen, auf ihre Ursprünge zurückbesinnt. Am Anfang waren die Christen ja gegen das gegen militärische Gewalt. Auch Jesus selber hat ja nie eine Kriegswaffe in die Hand genommen. Jesus hat mit seinem Leben und mit seinen Worten deutlich gemacht, dass wir keine militärische Gewalt anwenden sollen. Nicht als moralischer Zeigefinger, sondern es ist kein Gesetz, sondern in seinem Geist, in dem Geist des kommenden Reiches, das jetzt schon angebrochen ist, da passt keine militärische Gewalt dazu. Die Kirche sollte wieder zu dieser Erkenntnis zurückfinden. Das ist mein anderes Hobby hier. Warst du schon mal als Pfarrer in der Militärseelsorge tätig? Ich natürlich nicht, aber gestern war einer da, der war lange Militärpfarrer, der Kollege Matthias Engelke. Also mich wird man da wahrscheinlich nicht mehr nehmen als Militärpfarrer. Würdest du es machen? Ich würde höchstens reingehen und sagen, die sollen die Waffen niederlegen und nach Hause gehen und sich einen zivilen Beruf suchen. Dann wäre ich schätzungsweise nicht mehr lange Militärpfarrer. Hattest du schon mal Schwierigkeiten mit deiner Kirche? Jetzt wird's gefährlich. Ich wurde mal zweimal unfreiwillig versetzt. Genau. Okay. Ja. Die mit den Kreuzen meinst du jetzt aber nicht das Bundeswehr-Symbol? Das ist ja auch ein Kreuz. Ja, genau. Das ist ein absolut christliches Kreuz. Das meinst du? Ja, genau. Und das ist ja unser Symbol, also das Glaubenskreuz, das christliche Symbol. Das Kreuz ist auch seit dem Jahr 312, seit Kaiser Konstantin die Vision hatte, in diesem Zeichen werdet ihr siegen, hat er im Himmel dieses Kreuz gesehen. In diesem Zeichen werdet ihr siegen. Er hat daraufhin seinen Soldaten gesagt, sie sollen auf ihre Schilde und so weiter Kreuze malen. So geht die Legende jedenfalls, die berühmte. Und mit diesen Kreuzen hatten die Soldaten Kaiser Konstantins Erfolg. Das war nochmal in welchem Jahrhundert? Im Jahr 312. Also und man kann die Entwicklung war langsamer. Man kann das nicht auf ein Jahr, die konstantinische Wende. Also die Entwicklung war etwas langsamer. Aber, ja. Und seit wann benutzen Christen das Kreuz als ihr Symbol? Gute Frage. Also, zuerst waren hier andere Zeichen, der Fisch und dieses Christusmonogramm, das aussieht wie ein X und ein P ineinander. Und das Kreuz kam dann dazu eigentlich. Es war ein Auferstehungssymbol, es war ohne Korpus, also Jesus hing sozusagen nicht dran erst, sondern er war weg. Man wollte den Menschen sagen, Jesus ist auferstanden, nicht mehr am Kreuz. Ja. Das ist aber schon vor dem militärischen. Ja, auf jeden Fall, ja. Älter. Eine Schlange hier von 2, 4, 6, 8, 10, 12 Fahrzeugen, 14 hintereinander. Also jetzt fliegen die nochmal hier. Ja, jetzt ganz nahe. Ganz nahe. Was meinst du, sehen die Kampfjet-Piloten, die gerade über dich fliegen, dein Kreuz? Nein, aber von oben den Fliegerhorst sieht man natürlich, aber mein Kreuz nicht, ist viel zu klein. Aber vielleicht wissen sie, dass es da ist. Ja, die kennen mich ja, die fahren ja hier vorbei und ja, die Piloten mit ihren Strampelanzügen, die haben ja hier kein Gürtel oder so, also jedenfalls der Anzug ist, ja, kennt die schon. Aber ich bin auch sehr beeindruckt von der Menge der Autos. Ja, und das geht hier lange, lange. Also ich bin echt erstaunt, wie viele Leute dort. Übrigens auch, es gibt hier Simulatoren natürlich, Flugsimulatoren, dann gibt es hier die Taurus Marschflugkörper. Ja,
Ja, hier sind ganz verschiedene Einheiten stationiert. Und keiner bisher nimmt den Bus. Ich bin der Einzige, der den Bus nimmt. Die haben alle Autos. Ja, es gibt ja schon einen. Da oben kommt übrigens der Bus jetzt. Jetzt ist es wirklich. Alles Gute. Tschüss. Soldaten nehmen den auch manchmal. Alles Gute. Tschüss. 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 Nix. Ostermontag, 18. April 2022, Luftwaffenstützpunkt Büchel. Frohe Ostern! Frohe Ostern! Wie geht es Ihnen? Mir geht es angesichts dieser Atomwaffen nicht sehr gut, aber ich hoffe, wir schaffen es eines Tages, die Atombomben, die hier hinter mir gelagert sind, wegzukriegen. Und genau, we shall overcome, wir werden es eines Tages schaffen. Was steht auf Ihrem Kreuz? Atomwaffen abschaffen, sofort! Nicht nur irgendwann, wie alle Parteien das sagen, sondern bitte sofort alle Atomwaffen abschaffen, auseinandernehmen, genau, UN-Atomwaffenvertrag unterschreiben. Es gab ja schon mal die Abschaffung von Mittelstreckenatomwaffen und so sollen wir jetzt auch alle anderen abschaffen. Wo genau sind die Atomwaffen? Die sind in sogenannten, das ist ein seltsames Wort, das sind Grüfte. Hier hinter mir, das sind so Hochregallager unter der Erde, also so eine Art Bunker mit Regal.
also hinter Ihnen, ich beschreibe mal, was ich da sehe, da ist ein stark bewachtes Tor mit viel Stacheldraht. Und ein Wäldchen und ein Wachhaus, zwei Wachhäuser. Und hinter dem Wäldchen vermutet man die B-61 Atombomben. Und es sollen noch F-35 Kampfflugzeuge dazukommen? Die Tornados hier sollen ersetzt werden. Sie sollen nicht. Die Politik hat es eben beschlossen. Und dagegen bin ich auch. Es ist viel zu teuer. Es ist viel Geld, das ausgegeben wird. Auch für diese F-35 Flugzeuge sollten in die maroden Schulen investiert werden, in die Pflege, in Training, gewaltfreie Aktionen. Ich arbeite ja in der Schule und ich sehe, die Klassen sind zu groß, die Räume müssen renovieren, da fehlt das Geld. Ich sehe bewaffnete Soldaten hinter Ihnen, die das Tor bewachen. Ich sehe auch hier im Kreis Polizei. Und die Soldaten haben sich bisher nicht beteiligt an dieser Mahnwache. Es gibt einen im Ruhestand, ein Soldat, der dort drin gearbeitet hat, der schließt sich insgeheim manchmal unseren Demonstrationen an. Manchmal kommen auch zum Gespräch. Hier waren auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder einzelne Soldaten. Aber jetzt die hier konkret im Dienst sind? Die machen ihren Job dort hinten und ich mache meine Aufgabe hier. Genauso wie die Polizei heute auch nur ihre Aufgabe macht und... So. Oder? Mit der Polizei haben wir hier jetzt, vor ein paar Jahren hat sie mich hier mal vom Kreisel vertrieben. Ein Autofahrer ist hier mal betrunken hier drüber gefahren über den Kreisel und daraufhin hat man gesagt, hier keine Demonstration mehr hier auf der Insel des Kreisverkehrs. Und dann hat man mich hier runter geholt von dem Kreisverkehr, aber es gab dann ganz schnell im Landgericht in Koblenz eine Eilentscheidung, dass ich wieder hier stehen darf. Seitdem stehe ich wieder hier. Sie haben das Recht, hier auf dem Kreisel stehen zu dürfen, vor dem Landgericht Koblenz erstritten? Ja, eine vielseitige. Und zwar haben wir internationale Rechtsanwälte gegen Atomwaffen. Es gibt so wie die Organisation, die weltweite Organisation der Ärzte gegen Atomwaffen, so gibt es auch die Rechtsanwälte, also Juristen gegen Atomwaffen. Und die sind eingeschritten dann sofort und zwar auf dem Weg über die DFGVK, in der ich Mitglied bin. Ich bin Mitglied in den beiden ältesten, größten Friedensorganisationen, Versöhnungsbund und Deutsche Friedensgesellschaft, DFGVK. Und da gibt es ein sehr gutes Netzwerk zu allem, was wir brauchen. Also die Polizei hat Sie vertrieben von der Stelle, auf der Sie jetzt gerade wieder stehen. Ja, genau, die Polizei hat mich hier runtergeholt unter Hinweis darauf, dass ein betrunkener Autofahrer ein paar Nächte vorher hier drüber gerast sei oder vor. Ja. Und dann daraufhin habe ich sofort bei der DFGVK angerufen, den Geschäftsführer dort, Roland Blach, und der hat sofort die internationale Organisation der Juristen gegen Atomwaffen eingeschaltet und von dort so ein ehemaliger Verfassungsrichter oder so, der hat dann sofort einen vielseitigen Brief an das Landgericht Koblenz geschrieben und daraufhin durfte ich dann bald wieder hier stehen. Das leuchtet mir sogar ein, dass Sie hier stehen wollen, weil hier sind Sie ja sichtbar. Und man kann mich wirklich nicht vertreiben. Ich bin keine Demonstration hier. Ich darf als Einzelperson hier wirklich stehen, solange ich möchte. Und ich greife hier niemand an. Und das ist mein Trick sozusagen. Ich trete hier gewaltlos auf, eindeutig gewaltlos mit diesem Kreuz. Auch Jesus war das Opfer einer Militärmacht, der römischen Militärmacht. Und ich versuche zu verhindern, dass es jetzt noch mehr Opfer von Militärmächten gibt. Sind Sie mir böse, wenn mir da die Assoziation kommt, jeder hat sein Kreuz zu tragen? Ein Autofahrer hat mir mal zugerufen, eines Tages hängen Sie dich auch an das Kreuz. Es ist schon auch, ich habe auch... da immer wieder Schwierigkeiten deshalb. Ja.
Das ist schon auch ihr Glaube, der sie an das Kreuz hier klammert. Ja, genau. Also, weil klammern ist das falsche Wort. Sie zeigen es. Ja. Sie machen etwas Jesus sichtbar. Jesus hat auch mit gewaltlosen Aktionen, für Ärger gesorgt, für Unruhe gesorgt. Die Militärmacht hat sich so sehr über Jesus geärgert, dass die Militärmacht Jesus zerdrückt hat, sozusagen, also gekreuzigt hat. Ja, genau. Ist Jesus Christus Ihr Vorbild? Mein Vorbild auf jeden Fall, genau. Und die christlichen Friedensaktivisten vor mir und hoffen, ja. Mein Vorbild. Ich bin ein Nachfolger Jesu. Seit wann stehen Sie mit Ihrem Kreuz vor dem Luftwaffenstützpunkt? Seit 7 Jahren, immer zweimal im Jahr, so zwischen 4 und 6 Tagen. Am Anfang stand ich dann den ganzen Tag, so richtig 8 Stunden am Tag, aber das war einfach zu viel. Und seitdem stehe ich nur noch morgens, also zum Beispiel morgen früh stehe ich von 6 bis 8 hier. Und dann nachmittags von 15 bis 17 Uhr. Und das wird fast minutengenau eingehalten. Nehme ich einen Kaffee mit und stehe hier ganz ruhig. Wie weit haben Sie es bis zum Luftwaffenstützpunkt jetzt von zu Hause? So ungefähr? 280 Kilometer. Ach, tatsächlich? Und die legen Sie immer dann zurück? Ja, jetzt bin ich über Nacht die 280 Kilometer hergefahren. Ich habe noch einen Verwandtenbesuch unterwegs gemacht und am Freitag fahre ich zurück. Oh, das ist eine Strecke. Ahlen mit 2 A. Mhm. Ja, Ahlen sagt mir was. Mhm. Das ist eine Strecke. Ja, andere, ich war so oft in den Bergen und an irgendwelchen Stränden und das macht irgendwie auf die Dauer auch keinen Sinn, immer über Berge laufen oder an Stränden. Und ich war in so vielen Ländern. Ich finde es sinnvoller, mich hier für eine sinnvolle Sache einzusetzen, für den Weltfrieden. Mhm. Wie sind sonst die Reaktionen von den Autofahrern? Ich meine, gibt es auch Fußgänger. Erstaunlich. Und Radfahrer gibt es manchmal. Es ist erstaunlich, dass es vom Wetter abhängt. Ich habe entdeckt, es hängt vom Wetter ab, von der Laune der Leute. Also wenn es so kalt ist und so, dann kommen wenig Reaktionen, wenn es dunkel ist. Aber es sind so, was ich so zählen kann, die Hälfte sind positiv, die Hälfte negativ und natürlich viele neutral. Ich habe ja auch schon von so einem Eishändler, habe ich hier schon Eis bekommen und... Wie gesagt, einer hat mir im letzten Jahr leider auch den Mittelfinger rausgestreckt. Ich habe mir das Kennzeichen gemerkt und war dann auf der Polizei. Also man darf mich auch nicht beleidigen, so. Das geht auch nicht. Nee, das geht gar nicht. Das geht gar nicht, genau. Das geht gar nicht. Also es gibt Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer. Klar. Es gibt hier verschiedene, wirklich. Es gibt auch... Familien, die einfach nur die Tornados anschauen wollen. Also dann kommen Reservisten manchmal in Gruppen und wollen sich den Fliegerhorst anschauen. Dann gibt es übers Wochenende übrigens hier einen Segelflugverein, der hier fliegt. Also dann kommen manchmal Politiker, Delegationen und so. Ist ziemlich viel los eigentlich hier. Das kriegen Sie. Viel mehr los, als ich jemals gedacht habe. Also wenn Sie das sehen würden, morgen früh, die Schlange von hunderten Autos, die hier reinfahren. Das staut sich hier aus allen Richtungen und nachmittags staut sich es von da oben wieder runter. Unglaublich viele Beschäftigte gibt es hier. Ja? Ja. Also ich habe hier fast zu wenig Ruhe. Ich hätte mir hier mehr Ruhe gewünscht. Hier hat es übrigens die Kapelle, ist meine Stütze. Hier brennt immer ein Licht hier. Ja, sehr beruhigend für mich, das ewige Licht hier. Und heute am Ostermontag, bis wie viel Uhr stehen Sie heute noch hier? Heute habe ich mich jetzt am Ostermarsch beteiligt und stehe jetzt nicht mehr so sehr lange. Ich habe meinen Protest angekündigt für morgen früh 6 Uhr und dann morgen 4 Stunden und so weiter. Morgen früh 6 Uhr? Morgen früh, also ich stehe um 5 Uhr auf und stehe dann um Punkt 6 hier, genau. Voll mit Winterausrüstung. Es ist kalt, nämlich morgens. Kann man jetzt gar nicht glauben, ne? So heiß, wie es im Moment ist. Ja, genau. Und dann stehen hier hunderte Autos. So viel. Die kommen dann um 6:30. Ja, die wirklich... ich kenne schon verschiedene Autos recht gut von der Bemalung her und von den verschiedenen Lautstärken her. Ja. Ihr Kreuz, wie hoch ist das? 3 Meter. 3 Meter, ist es... hoch und groß genug, damit es auch die Kampfflugzeugträger
Piloten, die Tornado-Piloten sehen oder später mal die F-35-Piloten. Die sehen es ab und zu in der Zeitung und im Fernsehen. Aber nicht von der Flughöhe, ne, eines Tornados. Aber die sehen es, wenn sie hier reinfahren. Tatsächlich, also an mir fahren tatsächlich die Leute vorbei, die dann die Atomwaffen dort hinten bewachen. Und die im Ernstfall die Atomwaffen an die Tornados kleppen würden und so weiter. Also die Leute fahren an mir, müssen dann tatsächlich an mir vorbei. Nachmittags dann kommt die Spätschicht oder Nachtschicht. Und das ist ganz gut, dass ich hier so als Zeichen stehe, als Mahnung. Vielleicht, ich hoffe, dass es nie zu der Situation kommt, dass eine Atombombe abgeworfen wird. Aber sollte es mal dazu kommen, vielleicht gibt es ja dann Gewissensbisse aufgrund Ihrer Mahnwache. Genau, und dazu gibt es ja noch diese Zeitungsanzeige. Ab und zu, dass die Tornado-Piloten, also die Zeitungsanzeige, dass die Tornado-Piloten den Dienst verweigern sollen in diesem Moment. Also es gibt, genau. Wo ist die erschienen, die Zeitungsanzeige? Die ist hier in dem Lokalblatt hier erschienen. Dort stand eindeutig drin, dass das Unrecht ist hier, dass es gegen den Atomwaffensperrvertrag verstößt und die sollen sich nicht mitschuldig machen und die Tornado-Piloten. Also richtig ein Appell an die Tornado-Piloten kam, weiß nicht, vor einem Jahr in der Zeitung hier. Also genau. Ja, schaue ich mir mal an, die Anzeige. Ja. Auf der Website übrigens atombombenfrei-büchel-atombombenfrei.de. Mhm. Da kann man auch erfahren. Kann man sehr viel erfahren, ja. Wann Sie auch hier stehen? Ja, ganz genau. Ich kenne den ziemlich gut, der die Website macht. Nochmal jetzt zum Mitschreiben, wenn man Sie hier antreffen möchte, wann sollte man wiederkommen? Morgen ab 6? Morgen von 6 bis 8 Uhr oder dann von 15 bis 17 Uhr. Am Osterdienstag. Am Dienstag und dasselbe am Mittwoch und dasselbe am Donnerstag. Und am Freitag auch von 6 bis 8, aber nachmittags dann früher. Müsste ich mal selber früher, weil die auch früher hier Feierabend machen, genau. Am Freitag 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Dann sei hiermit allen Zuschauerinnen und Zuschauern wärmstens ans Herz gelegt, hier vielleicht mal vorbeizukommen und sie zu unterstützen oder ja, mitzumachen. Ich freu mich über jeden Besuch. Genau, über jedes Gespräch. Hat auch schon mal einer von den aktiven Soldaten mit Ihnen gesprochen? Ja, aber eher selten jetzt. Aber ich grüße freundlich und oft grüßen sie zurück. Genau. Jetzt kommt gerade einer und weiß nicht, wie er reinkommen soll. Ja, er geht dorthin ans Tor und die Wächter lassen den jetzt rein. So ist das. Ja, danke, dass Sie mich haben teilhaben lassen an Ihrem Friedensaktionismus. Danke für Ihr Interesse. Vielleicht zum Schluss eine letzte Frage. Wie kamen Sie auf die Idee? Über den Internationalen Versöhnungsbund Deutscher Zweig. Also der Internationale Versöhnungsbund setzt sich ja seit 1914 für Völkerverständigung ein. Auf der ganzen Welt sind wir vernetzt. Und dort waren Jahrestreffen in Deutschland und wir haben das erste Mal hier blockiert. Als erste war hier eine Sitzblockade und hier bin ich auf die Idee gekommen, mit dem Kreuz zu stehen. Ich sehe jetzt gerade, während wir hier reden, dass vor dem Tor, jetzt kommt ein Fahrzeug der Feldjäger, vor dem Tor ist nochmal ein Gitter, das auch tatsächlich mit Ketten verschlossen wird. Und nach dem Tor kommt ja nochmal das eigentliche Tor. Also es sind insgesamt drei Tore. Es war aber früher, die haben völlig aufgerüstet. Auch dieser hohe Zaun jetzt, dieser 3-4 Meter hohe Zaun ist neu dort hinten. Und also vor meiner Zeit noch, aber das habe ich nicht mehr erlebt, konnten die Friedensaktivisten bis dort hinten, bis zu dem grünen Tor, und da Kinderspiele machen und protestieren und so weiter. Das ist ja unvorstellbar heute. Und mit der Zeit rücken die immer weiter vor mit ihren Zäunen, immer weiter vor. Und jetzt haben sie sogar dieses Grundstück dort hinten gekauft und wollen, die Bundeswehr bekommt das hier auch noch und wird das hier vielleicht auch noch einzäunen.
Da, aber wo jetzt der Infostand steht. Das, ne, ganze Ding hier gehört jetzt der Bundeswehr. Aber ich sage, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und eines Tages wird es hier ein Naturschutzgebiet und die Kaserne wird konvertiert hier. Und das Pförtnerhäuschen da, das wird ein Friedensmuseum. Hier gibt es Verstärkung. Achso, was hast du gemacht? Ich glaube, die Presse ist bald. Ja, guck mal, so freundliche Unterstützer. Ja, immer. Mensch, Dagmar, danke schön. So freundliche Unterstützer habe ich hier. Dann wünsche ich dir... Ich hätte sonst selber auch einen Wagen. Ja, ich werde jetzt auch gefahren. Guten Appetit wünsche ich. Ja, danke fürs Gespräch. Alles Gute. Aber wie kamst du konkret auf die Idee, so ein mehrere Meter hohes Kreuz zu machen? Wie ich auf die Idee kam? Ich bin ein... wie so die schwäbischen Erfinder. Also ich komme auf solche Gedanken. Genau. Ich habe lange nachgedacht, soll ich hier mit dem Regenbogen stehen? Soll ich hier mit einer Friedenstaube stehen? Mit was soll ich hier stehen konkret? Und dann dachte ich, okay, mit einem Kreuz steht sonst keiner hier mit so einem großen, schönen Kreuz. Ich stehe mit einem Kreuz hier. Und als Theologe finde ich das auch richtig. Darf ich das auch? Und Regenbogen wird nicht so auffallen, oder? Und Friedenstaube kennen die Leute auch schon, aber so ein Kreuz ist was Besonderes, finde ich. Dann darf ich dich nochmal zeigen mit dem Kreuz. So. Es ist 17:29 Uhr.